Entschuldigen Sie, Sir. Was ist auf der anderen Seite der Mauer? Wer will das wissen? Ich. Was bist du? Ich bin ein kleines Mädchen namens. Ich weiß es nicht. Ich dachte, vielleicht gibt es eine Tür in der Mauer. Oh, in einer Mauer kann es keine Tür geben. Sie würde ihre Maurigkeit verlieren. Wenn du auf die andere Seite gelangen könntest, wozu gäbe es dann die Mauer? Was ist denn auf der anderen Seite? Nun nichts. Weil du nicht sehen kannst, was dort ist. Oder alles, weil du dir vorstellen kannst, was du willst. Auf der anderen Seite einer Mauer ist alles möglich, aber nichts existiert wirklich. Aber du siehst die andere Seite? Ja, natürlich, mein Kind. Ich bin die allumfassende zwischen Hüben und Hüben. Ich sehe immer beide Seiten. Und ich könnte dir sagen, was ich sehe, wenn ich wollte. Wäre es nicht einfacher, die Mauer niederzureißen? Oh, daran darfst du nicht einmal denken, mein Kind. Risse man die Mauer rein? Was führt er denn aus mir? Vielleicht ein Ornett? Oh, wie kann man nun so etwas Abscheuliches sagen? Ich hab's nicht so gemeint. Eben! Du meinst ihn nicht! Du redest, aber du meinst nicht, wie alle Leute. Ich dagegen meine, auch wenn ich nicht rede. Over here they bloom, for weaving.
Was mit M beginnt? Warum mit M? Oh, warum nicht? Ah, dann bist du der Richtige. Ich suche jemanden, der mir Jabberwocky erklärt. Jabberwocky, so viele Jabberwocky! Alle wollen wissen, was Jabberwocky bedeutet. Jabberwocky, Jabberwocky. Es ist eine Mauer. Eine Mauer aus Wörtern, Kind. Eine Mauer aus Wörtern. Ich rate dir, herauszufinden, ob es auch ohne Wörter etwas bedeutet. Wie soll ich das tun? Weibchen, Kind! Schluck dann. I'm going to go to the hospital.